Hallo und herzlich willkommen zu dieser Review vom AC4 Experimental. Diesen Panzer gibt's erst seit kurzem. Der hat sich eher heimlich, muss man ja schon fast sagen, in den Premium-Laden geschlichen. Und da dachte ich mir, den hole ich mir jetzt mal, um den einfach mal anzuschauen. Also wie gesagt, hier jetzt auf meinem Account, ist auf dem Live-Server dieses Mal nicht irgendwie gestellt, sondern dementsprechend alles live. Was ist dazu zu sagen? Es handelt sich hierbei um offiziell einen britischen Panzer. Sieht man hier an der Flagge natürlich ganz gut. Eigentlich, wenn man es aber richtig historisch sehen würde, wäre es natürlich ein australischer Panzer. Ein Stufe 6 Premium Panzer ist das. Der bekommt, wenn man ihn kauft, sofort eine 100% Crew. Das hat man immer am Start. Und natürlich ist auch immer spannend, wie ich den fahre. Ich nehme hier den Richtantrieb rein, nehme ja den Ansetzer und die Lüftung. Gerade die beiden sind recht günstig hier im Verhältnis. Der Richtantrieb ist dann doch wieder bei 500.000. Also da ist so meine Variante, aber natürlich kann den jeder so ein bisschen eigen spielen. Was macht den Panzer aus? Das ist wohl die Kanone. Und zwar, wir haben ein 76,2 mm Kaliber. Wir haben eine Feuergeschwindigkeit von 12. Besonders spannend ist natürlich für einen Tier 6 Panzer auch der Durchschlag. 171 mit Normal, 239 mit Premium. Ganz wichtig auch hier, der Panzer hat natürlich wie alle neuen Panzer kein verbessertes Matchmaking. Das heißt, der sieht alles. Schaden ist 150, Streuung ist dann doch 0,39 in dieser Ausführung. So wie ich ihn jetzt spiele, Zielerfassung 2,1 und hat ganze 826 Kilo. Der Motor hat eine Brandwahrscheinlichkeit von 12%, auch das ist natürlich immer wichtig zu wissen, und mit 330 PS ist er jetzt hier nicht der schnellste. Eine Sache, auf die will ich noch ganz besonders eingehen, die Panzerung bzw. Feuerkraft, die sehen wir nochmal hier, Turmdrehgeschwindigkeit, die Neigung ist 10 Grad nach unten und 20 Grad nach oben, das ist natürlich sehr schön, also da muss man sagen, so mag man das. Die Panzerung selber ist sehr limitiert, 65, 45, 45 auf der Wanne und der Turm ist nur minimal besser, 65, 65, 65. Also auf die Panzerung solltet ihr euch nicht verlassen. Beweglichkeit, da bin ich sehr gespannt, wie er hier 60 km/h reingeschrieben hat, sage ich mal, weil egal welcher Prüfstand der Welt, das ist eher unrealistisch. Das werden wir gleich im Video sehen, also 60 km/h, das schafft er nicht wirklich. Tarnung und Aufklärung. Ich denke, die beiden Sachen brauchen wir nicht im Detail durchgehen. Und jetzt machen wir es auch wieder so. Wir werden mal ins Gefecht stürzen und den uns mal live betrachten. Das Matchmaking hier jetzt mit Tier 8 ist jetzt allerdings nicht so schön. Aber anhand der eh nicht vorhandenen Panzerung ist es eigentlich schon fast wurscht, ob 4er oder 8er. Weil durchschlagen tut eh alles. Nur der Schaden, beziehungsweise wie doll es wehtut, das ist der einzige Unterschied. Und wie gesagt, ich würde jetzt definitiv mit empfehlen, den Panzer mindestens aus der zweiten Reihe zu spielen. Man kann, wenn man die Kanone ins Spiel bringt, ganz klar punkten, aber man darf sich nicht auf Mobilität oder sonstiges verlassen, weil, wie man hier sieht, die 60 km/h Angabe, die ist wirklich weit, weit weg von der Realität. Ich fahre jetzt dementsprechend auch mal dem Team nach und versuche das da einfach zu unterstützen, hier als Low-Tier. Da jetzt mal hochzufahren. Wie gesagt, die 10 Grad Gun Depression, die kann man immer noch versuchen ins Spiel einzubauen und sollte man auch, und nicht versuchen, den Panzer irgendwie zu stellen, weil einfach egal wo der Panzer getroffen wird, am Ende verliert man so oder so. So, leider komme ich jetzt auf den nicht drauf.
Der bleibt aber auch so stehen, dass er nicht getroffen werden kann. Ich hatte gehofft, er fährt ein bisschen weiter zurück. Und da ist er auch schon weg. So, da kommt jetzt der Gegner wieder rum. Und eigentlich könnte man recht schnell schießen. Sofern die Möglichkeit besteht, auf den Gegner zu schießen, kann man dann auch eben dementsprechend dann da einen Schaden versuchen reinzuhauen. Ah, da ist dementsprechend ein bisschen was vorher hängen geblieben. Und der Jagdpanther, der schafft es in der Tat immer so zu fahren, dass er sich zurückzieht, bevor er gefühlt stark angeschossen werden kann. Ich ziehe mich jetzt hier mal ein bisschen zurück. Er schaut mich gerade ein bisschen zu böse an. So, jetzt auf den WZ, also seitlich klappt es dann auch mit dem Nachbarn. Jetzt wird hier gekappt. Der Gegner hier lässt sich da jetzt gut beschießen. Und dementsprechend lassen sie sich natürlich hier vernünftiger farmen, sag ich mal. Gegner kommen jetzt oben auch zurück. So, jetzt kann ich hier da mal zurücksetzen, die Captain. Leicht drüber. Oh. Alles ganz schön eng hier. Darüber komme ich nicht so, wie ich will. Da der Tiger. Hab keinen sechsten Sinn, das ist natürlich so ein bisschen gefährlich immer. Aber das Team präsentiert sich da schon ganz ordentlich, muss man ganz klar sagen. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, nicht seine ganze Munition hier zu verballern. Snapshotten eher nicht mal möglich. So. Nicht alles so leicht. Jetzt hat er sich da ein bisschen zur Seite bewegt. Dementsprechend war da der Hit möglich. Und ich habe auch noch Premium geladen. Premium-Granaten kostet bei um die 3000 noch was.
So, da ist er weg. Und jetzt schauen wir mal, was der Gegner hier so weiter vorhat. Rechte Hand der T-34-3. Den sollte man aufpassen, aber da schaut das Team schon ein bisschen drauf. Und vor uns so gesehen der Rest. Na gut, der ist so weit links von uns, so weit rechts von uns, dass da das Haus gut abdeckt. So, auf dem Skoda. Da noch ein bisschen Schaden anrichten können. Und der ist zerstört. Abpraller. Und der hat gesessen. Ganz knapp, dass ich den hier reinbekomme oder eben nicht. Und jetzt hier auf den AT. Aber die Genauigkeit sieht man auch hier wieder ganz gut, dass das keine der Stärken von dem Panzer ist. So, E25. So, und da haben wir ihn zerstört und haben den ersten Kill der Runde und doch satte 2145 Schaden machen können. Für einen 6er Low-Tier würde ich sagen, war das sehr solide. Zweiter Klasse war das dementsprechend von den XP auf dem dritten Platz und auch vom Schaden her. Also das lief ganz gut. Man sieht, ich spiele gerade ohne Premium, habe ein bisschen Premium-Munition verschossen, daher 6183. Wenn es mit gewesen wäre, wären es wenigstens noch 23 und hätte ich theoretisch komplett ohne Premium geschossen, wären es knapp 47.000. Alles in allem muss ich sagen, für mich ein Panzer, den ich persönlich jetzt nicht empfehlen würde. Das ist ein Sammelpanzer, aber wenn man einen 6er Premium braucht, dann würde ich eher Richtung Crumble B gehen. Ganz klar bei der Nation das für mich viel bessere Gefährt und auch ganz klar der bessere Medium. Und ansonsten gibt es auch noch ganz gute andere Alternativen bei anderen Nationen. Der T-34-85 auch deutlich besser, beziehungsweise der Rudi noch ein Gedicht. Also, wenn es nach Nationen geht, Rudi bei den Russen und wenn es ein Brite sein soll, holt euch den Crumble B. Ansonsten kann ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt euch damit eine Meinung zum AC4 Experimental nehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.